Jetzt musste der FCE so lange warten auf dieses Pflichtspiel, endlich wieder ein Pflichtspiel, und nun ist plötzlich sofort Sommerpause danach. Ja, wie gehen Sie damit um? Ja, es ist ein brutal enttäuschendes Jahr. Also für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ja, tut es mir leid, auch für die Fans, für den Verein, dass wir uns jetzt so hier verabschieden. Ja, wir brauchen nicht von Corona zu reden. Ich glaube, das betrifft viele Branchen, uns natürlich auch, aber war natürlich sportlich ja, eine katastrophale Saison, kann man nicht anders sagen. Und ja, darüber bin ich natürlich extrem enttäuscht. Blicke jetzt aber schon wieder irgendwo mit positiver Energie. Gehe ich in die Sommerpause und versuche mich fit zu machen und dann gucken, was nächstes Jahr passiert und dann wieder anzugreifen. Beim FCE wird die Mannschaft ziemlich umgebaut. Wie ist Ihr Plan? Bleiben Sie in Cottbus? Wir sind gerade in Gesprächen mit dem Verein. Ich hätte Bock auf die Aufgabe. Sind, wie gesagt, in, denke ich, positiven Gesprächen, und das wird man jetzt die nächsten Wochen sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber grundsätzlich kann ich mir die Aufgabe sehr gut vorstellen und will auch noch mal im Stadion der Freundschaft andere Spiele abliefern als diese Saison und vor allem mit den Fans zusammen. Vielen Dank. Danke.